Hi, hier ist Christian von China Gadgets und neben mir sitzt ein Namensvetter, nämlich... Auch Christian, ja, und zwar Christian Solmecke vom Kanal Kanzlei WBS. Wir haben uns nämlich mal überlegt, wir holen uns mal richtig professionelle Hilfe, denn wir aus der Community bekommen wir immer Fragen, die den Zoll betreffen. Wir haben nicht ganz so viel Ahnung und zusammen mit Christian werden wir jetzt diese Fragen mal durchgehen. Sehr gerne. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann starten wir mal mit der Frage, du, da rutschen häufig China Gadgets einfach durch den Zoll. Ist das denn aufgrund der nicht gezahlten Einfuhrumsatzsteuer schon Steuerhinterziehung? Also tatsächlich kann das Steuerhinterziehung sein. Das ist unter anderem in der Abgabenordnung geregelt, immer wenn beim Zoll falsche Angaben gemacht werden. Das passiert ja auch schon mal, dass ein kleinerer Wert draufgeschrieben wird. Aber da muss man sagen, zum Glück für die Leute, die die Sachen mit dem niedrigeren Wert bestellen, wer hier nicht vorsätzlich falsche Angaben macht, der hat nur eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat begangen. Das ist schon mal gut. Und dann kann ich noch was anderes sagen, wenn nicht mehr als 250 Euro der Zoll hinterzogen worden ist, also verkürzt worden ist, wird das in der Regel auch nicht verfolgt. Man muss dann zwar alles nachzahlen, das ist klar, aber man hat zumindest kein Verfahren am Hals, was für viele ja schon ganz, ganz wichtig ist. Zumal, naja, wenn man bestellt, man ja auch gar nicht genau weiß, was schreibt der China-Shop da drauf und wickelt der das alles ordnungsgemäß für mich ab. Also das kann passieren bei richtig teuren, großen Sachen, wenn da betuppt wird. Insofern umso wichtiger, dass man in China bei den Shops bestellt, die das auch ordentlich abwickeln. Okay. Und jetzt bekommen wir das als Community immer mit. Es entstehen immer mehr Warenlager in Europa, zum Beispiel von Gearbest, AliExpress und Wish. Was passiert, wenn ich dann wirklich in Europa bestelle? Ist das dann eine andere Ausgangssituation? Ja klar, also die Zollgefahr, die ist natürlich erstmal nicht mehr da. Die haben das ja schon nach Europa eingeführt. Ich möchte nicht ausschließen, dass dabei auch noch irgendwas am Zoll vorbei passiert ist. Da will ich aber keinem was unterstellen. Aber du bist jedenfalls nicht mehr derjenige, der das ins Land reinholt. Das ist für dich schon mal ein Riesenmehrwert. Ein Riesenmehrwert ist natürlich auch, dass du nicht unbedingt die langen Lieferzeiten hast. Das ist ja einer der Hauptgründe, glaube ich, gewesen für die EU-Warenlager. Und was auch noch ein Vorteil ist an den Warenlagern, ein Großteil der Fake-Artikel dürfte auch ausgefiltert worden sein, weil Fake meistens ja beim Zoll abgefangen wird. Sprich, wenn dann die großen Paletten aus China ins EU-Warenlager kommen, dann wird der Zoll da schon einen Blick drauf werfen und dann gelangen diese Fakes oft gar nicht erst ins Warenlager. Und vor allen Dingen, der Zoll hat immer einen Blick auf das, was da versendet wird. Würde das aus einem EU-Warenlager versendet werden, lässt der Fake-Artikel da schon in Europa hochgehen. Da ist natürlich die Macht der Europäer logischerweise viel größer. Die können da einfach mal vorbeifahren und dann eben den Shop hochnehmen. Insofern, ja, ich sage, das ist erheblich sicherer, rechtssicherer, da bei einem EU-Warenlager zu bestellen. Sehr gut zu wissen, ja. Jetzt habe ich mir das China Gadget bestellt, zum Beispiel ein E-Scooter oder ein 3D-Drucker, das ist ja eins meiner Hobbys, und das Ding explodiert und brennt die Bude nieder. Zahlt jetzt die Versicherung? Das ist eine sehr gute Frage, haben wir lange recherchiert. Wir haben solche Fälle interessanterweise noch nicht gefunden, weil das auch von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich ist. Was wir herausgefunden haben, dass es im Kern viel darauf ankommen wird, ob diese Produkte eine CE-Kennzeichnung haben. Also der Hersteller selbst muss ja so eine Konformitätserklärung abgeben und sagen, dass das mit allen Regeln der EU übereinstimmt. Und wenn diese CE-Erklärung fehlt, dann sagen manche Versicherungen, ah, das hättest du als Verbraucher auch checken müssen, dass das hier kein sicheres Produkt ist. Das heißt, da sollte man schon ein Augenmerk drauflegen. Ich persönlich habe die Rechtsauffassung, das kann man einem Verbraucher nicht zumuten. Ja, ich meine, wir haben jetzt hier auch zig Produkte. Ja, hier steht das CE-Siegel drauf. Das steht aber schwarz auf schwarz drauf, wie auch bei allen anderen. Ja. Ja, da weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich den riesen Unterschied machen kann. Aber manche Versicherungen sagen, dass darauf würde es ankommen. Und dann würde die Versicherung auch zahlen. Ich persönlich meine, die Versicherung muss immer zahlen, solange du nicht grob fahrlässig irgendwelche offenen Kabel in die Steckdose gesteckt hast und dann alles anfängt zu explodieren, bist du als Verbraucher und als Versicherter eigentlich immer safe. Und du betreust ja viele Mandanten, unter anderem auch in diesem Gebiet. Was ist denn so der krasseste Fall, den du kennst im Zusammenhang mit China-Bestellungen?
Also, es gab viele krasse Fälle, muss ich sagen, ja, wo mir die Leute echt leid taten, weil wir immer hier im Markenrecht drin sind und Markenrecht hat dann immer Streitwerte von 100, 200, 300.000 Euro. Wohlgemerkt nur die Streitwerte, das ist nicht das, was sie zahlen müssen, aber damit explodieren auch gleichzeitig die Anwaltskosten. So. Und da hatten wir einen Menschen, der hat 10 SD-Karten in China bestellt, oder lass es 20 gewesen sein, 20 SD-Karten. Und da, die fängt SanDisk ab und SanDisk sagt, du hattest vor, diese SD-Karten bei eBay zu verkaufen. Mhm. Und die haben gekostet, 20 SD-Karten, ich würde sagen, ich glaube, das hat 40 oder 50 Euro gekostet, nicht viel Geld jedenfalls. Und er sagt, ich wollte die für mich haben. Aber jetzt behauptet SanDisk, nee, 20 SD-Karten braucht keiner für sich persönlich. Auslegungssache. Auslegungssache. Wenn du viele Aufnahmen machst, würde ich sagen, 20 ist noch was, naja, das ist noch alles im Rahmen. Und der sollte alleine Abmahngebühren 2.000 Euro zahlen. Sprich, er hat was für 40 Euro bestellt und sollte dann 2.000 Euro Abmahngebühren zahlen. Fand ich schon krass. Krass war auch ein Fall. Und da muss man wirklich aufpassen. Manche Leute bestellen auch, vielleicht auch die Mädels eher, Taschen in China. Louis Vuitton ist da unwahrscheinlich hinterher. Da habe ich doch was mitgenommen hier. Ich habe das doch. Fast Louis Vuitton, aber fast Louis Vuitton, hier auch aus China, genau, ja. Also, genau, also auch da irgendwas mit Nutella, Fake, gut, aber das ist jetzt sozusagen draufgedruckt, aber tatsächlich, wenn es jetzt Louis Vuitton wäre, der Hoodie, dann hätte es richtig Ärger gegeben. Die fangen manchmal an, schon eine Tasche abzufangen. Und da sage ich, okay, meinetwegen können die Tasche abfangen, wenn es Fake ist, und dürfen die auch vernichten. Nur, der Besteller ist bei einer Tasche privat. Dem darf dann nicht ein markenrechtlicher Strick mit 100.000 Euro Streitwert rausgedreht werden. Versuchen die aber trotzdem. Und dann kriegst du erstmal einen Schock, wenn da 1.800 Euro Anwaltsrechnung liegen für eine Tasche, die dich in China jedenfalls nur ein Huni gekostet hat. Ja? Höchstens. Höchstens, genau. Höchstens, ja. Und das waren so krasse Fälle, die ich erlebt habe. Nike mahnt auch sehr viel ab. Also ehrlicherweise haben die den Zoll ganz schön auf das Thema eingeschliffen. Und der hat jetzt ein Auge drauf. Okay. Und jetzt EU-Urheberrecht. Ja, Artikel 13 bewegt uns zurzeit alle gerade. Und wir als China Gadgets fragen uns, wird das jetzt zum Problem? Ne? Auch bei uns könnt ihr ja eure Gadgets hochladen, da werden Bilder hochgeladen, da werden Kommentare hochgeladen, Zitate. Wie sieht es für uns aus in der Zukunft? Ganz spannend ist, wenn man diese Frage stellt, ist eine Plattform wie China Gadgets auch von Artikel 13 betroffen und müsst ihr vielleicht bald dicht machen, weil ihr einen Upload-Filter braucht. Ja? Genau. Dann sage ich, die Situation ist für euch nicht so rosig, weil man sagt, alle Plattformen, wo man urheberrechtlich geschützte Inhalte hochladen kann, in großem Stil, werden betroffen sein. Jetzt kommen interessanterweise die Politiker, die die Richtlinie gemacht haben und sagen, ja, Solmecke, dann liest doch mal ganz genau Artikel 13, da steht doch, alle Plattformen, deren Hauptzweck es ist, urheberrechtlich geschützte Inhalte hochzuladen, ja. Und jetzt, wenn ich euch verteidigen müsste, würde ich sagen, naja, euer Hauptzweck ist es ja nicht, urheberrechtlich geschützte Inhalte hochzuladen, sondern über neue Angebote zu informieren. Man kann es aber auch anders sehen. Der Hauptzweck des Forums ist es schon, dass die Leute dort diskutieren, dass sie neue Angebote präsentieren. Und das geht nur mit Bildern und mit Texten. Und da siehst du den Streit, den so eine unklar formulierte Richtlinie auslösen kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich so gegen Artikel 3 eingesetzt habe und gesagt habe, so funktioniert es nicht, lass die Upload-Filter weg, die ganzen Foren, die ganzen Plattformen werden ein Problem bekommen. Naja, mal schauen, die EU-Politiker haben ja lange dran rumgebastelt, was am Ende bei rauskommen wird. Hauer, schauen wir mal, wie es weitergeht hier mit uns. Ja, das waren schon unsere 5 Fragen an Christian von WBS. Wir haben noch 5 weitere Fragen abgehandelt. Die gibt es dann nämlich auf eurem Kanal zu sehen. Sind auch gerade online gegangen. Wir gucken mal, was haben wir da. Da gehen wir nochmal auf die Fakes ein. Wir gehen aufs Abfangen vom Zoll unter anderem auch ein. Und welche Rechte hat man, wenn der Zoll die Sachen abfängt? Definitiv sehr spannend und dürfte bei uns in der Community endlich mal ein bisschen Klarheit bringen. Vielen Dank, dass du dafür zur Verfügung gestanden hast. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns schon wieder im nächsten Video. Ciao. Ciao.